Hallo ihr Lieben, ich bin gerade wieder im Bastelladen und habe jede Menge Wolle entdeckt. Wolle, Wolle, Wolle über Wolle. Aber nicht nur Wolle, auch Sicherheitsaugen, da werde ich mich sicherlich gleich dran bedienen. Goldene oder kleine Nasen, kleine Augen. Häkelnadeln, klar, kennt ihr. Hier gibt es die Grundelwolle. Dann gibt es hier, ja, gut. Das ist jetzt nicht so das, was ihr, glaube ich, sucht, aber schaut mal hier. Ich habe hier jede Menge Bastelanleitungen, die ich wahrscheinlich jetzt die Tage mal hochladen werde, mal live gehen werde mit ganz vielen Anleitungen, wie zum Beispiel ein Häschen oder Mickey Maus. Das werde ich definitiv gleich mitnehmen. Mickey Maus und Minnie Maus. Tada. Dann habe ich hier kleine Bienchen, kleine Schnecken oder hier unten diesen Dummy für 1,99. Oder hier einen kleinen Apfel, den man häkeln kann. Oder einen Hasen, den man stricken kann. Da werde ich mich sicher jetzt gleich mal gucken, was ich davon genau mitnehme. Weil da gibt es einige tolle Sachen. Auch hier so ein Beißring, ein Spielring. Die finde ich auch ganz niedlich. Ja, Grundelwolle gibt es hier auch jede Menge an verschiedenen Farben. Die ganzen Grundfarben gibt es hier. Dann aber auch noch so bunte. Und sogar ein Angebot. 3 für 6. Das geht. Obwohl ich arbeite nicht so gerne mit der Wolle. Für Babys und Kinder ja, aber so für meine Figürchen nehme ich die nicht, weil mir es dann zu wenig Wolle für einen Knoll ist. Hier haben wir auch noch was. Also jede Menge Bastelutensilien. Genauso wie ich hier jede Menge Bastelbücher habe. Das hier zum Beispiel sind zwar holländische Anleitungen, aber die sind sehr gut zu verstehen. Die mache ich selber nämlich auch. Oder hol sie mir auch selber. Zum Beispiel hier. So kleine Drachen. Dinosaurier. Oder gerade zu Weihnachten. Weihnachtsmänner. Krippe. Auch schön für Weihnachten. Ja, hier ist jede Menge Auswahl. Das finde ich ganz süß hier. Mit der Tasche. Auch hier. Kleine Mitbringsel. Die Adresse habe ich euch in die Beschreibung geschrieben und wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen.